Hallöchen und willkommen zu wieder einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ein Quick-Tipp-Tutorial, weil ich gerade ein längeres Tutorial aufgenommen habe und die Aufnahme total unbrauchbar war und ich dachte, ich will aber trotzdem noch irgendwas machen. Ups, ich habe ja noch Partikel an. Genau, deshalb wollte ich euch drei, vier überaltete Befehle zeigen, die ihr mit Sicherheit noch nicht so kanntet oder wahrscheinlich noch nicht so kanntet. Sagen wir es lieber so. Fangen wir direkt an. Hier haben wir einen Teppich und wenn ich den ganzen Teppich auswähle... Oh, da habe ich das Beispiel schon schlecht gemacht. Und ich möchte jetzt nur den Teppich ersetzen zur Luft. Dann würdet ihr anfangen, replace red carpet, orange carpet, bla bla bla, ja. Und dann wird der ganze Teppich zur Luft ersetzt, weil die Steine sollen ja da bleiben. Aber ihr könnt euch sparen, jeden Teppich mit seiner Farbe zu bestimmen, indem ihr Hashtag Hashtag benutzt. Das ist nämlich eine Blockgruppen Syntax, kann man sagen. Also hier gibt es zum Beispiel alle Betten aller Farben. Und hier bei Carpets finde ich jetzt alle Carpets jeder Farbe. Genau. Und wenn ich das einfüge, dann nimmt der egal welcher Teppich, egal welche Farbe. Okay. Das heißt, alle Blocksorten, die irgendwie zusammenpassen, findet ihr wahrscheinlich auch bei Hashtag Hashtag. Zum Beispiel auch Logs sind alle Stämme, Wool ist alle Wollen, Wollsorten und so weiter. Beacon, Base Blocks, also was es da alles gibt. Ist krass. Dann kommen wir zu Trick Nummer 2. Ich markiere hier schon mal alles. Und in Trick Nummer 2 geht es darum, dass wir die ganzen Holzstämme ersetzen möchten. Und wenn ich jetzt hier anfange mit Replace Oak Log zu Spruce Log, weil ich möchte gerne einen Spruce Log bauen, dann dreht er mir die alle und ist total bescheuert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste habt ihr vielleicht selber rausgefunden, ist dann hier, ich sag X ist X, soll ertauscht werden zu X ist X. Und jetzt macht er erstmal nur alle mit der X und dann muss man Y und Z auch noch machen. Das ist ein bisschen langwierig, es geht noch viel einfacher. Wenn ihr diesen Befehl nimmt, und jetzt seht ihr es hier schon vorgeschlagen, ihr geht da einfach hin, drückt Tab und jetzt ist es mit dabei. Und dieser kleine Pfeil nach oben, der hat nichts als die Bedeutung, übernimm die Rotation des Blocks. Tada! Funktioniert mit Treppen, funktioniert mit Stämmen, funktioniert eigentlich mit allem. Also Falltüren, alles was drehbar ist. Okay. Was man auch noch machen kann, das zeige ich euch einfach direkt an dem Beispiel, ist, ich mache mal wieder Undo, dann kann ich den Befehl recyceln. Wenn ich hier jetzt kein Sternchen nach oben mache, sondern kein Pfeil nach oben, sondern ein Sternchen, dann bedeutet das, setze sie in einer zufälligen Ausrichtung. Ihr seht, je öfter ich das mache, umso mehr kommt halt ein zufälliges Pattern bei raus. Das bringt das Sternchen vorne dran. Ich kann jetzt auch, wie ihr eben hier vorgeschlagen gesehen bekommen habt, hier, Hashtag, Hashtag Sternchen. Und jetzt muss ich natürlich hier Logs zum Beispiel angeben. Und jetzt nimmt er alle möglichen Stämme in allen möglichen Rotationen. Genau. Okay, das war das Sternchen. Jetzt kommen wir noch zum letzten Quick-Tipp. Und dafür kopiere ich mir mal das da. Denn... Gehen wir mal das Szenario durch, ihr habt eine riesige hügelige Landschaft aus Stein. Und ihr wollt aber, dass da solche, wie heißt es nochmal, diese Canyon-Streifen sich durchziehen und so. Dann wollt ihr eventuell euer Clipboard, das da nennt man dann Clipboard, wenn ich das jetzt kopiere. Dann steht hier jetzt, steht es hier? Nee, normalerweise stünde hier jetzt im Clipboard gespeichert, das ist mein Clipboard. Okay, und das Clipboard kann ich jetzt pasten, indem ich sage, replace... Achso, nee, Quatsch, ich muss ja erstmal den Stein auswählen. So. Jetzt. Replace. Hashtag. Und hier gibt es jetzt noch mehr Gruppen. Mit Hashtag, Hashtag sind die Blockgruppen. Alle Farben einer Sorte und so. Und mit Hashtag gibt es jetzt noch Luft, es gibt das Clipboard. Also überall, wo sich meine gespeicherte Formation hier da drin wiederholt, die kann ich ersetzen. Ich kann... aber auch einfach zum Beispiel Solid nehmen und kann jetzt sagen, alles was solide ist, also jeder feste Block, soll ersetzt werden durch Hashtag Clipboard. Und dann nimmt er unser Clipboard und fügt es hier so lange ein, bis jeder solide Block ersetzt ist. Und so kriege ich meinen Canyon, wie auch immer. Genau, also ihr könnt statt Blöcken könnt ihr auch kopierte Sachen einfügen. Das heißt, ihr könnt auch einen Baum nehmen und den überall einfügen, aber der wird dann komisch eingefügt, also sieht dann wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aus. Genau, Anwendung wäre jetzt zum Beispiel von dem Pfeil nach oben hier ziemlich praktisch, wenn ihr euch das mal anguckt. Da kann ich jetzt auch einfach sagen, replace Oak Log Spruce Log
und mache hier wieder mein Pfeilchen nach oben. Und ihr seht, wie schnell ich jetzt das ganze Holz wechseln konnte. Ich habe selber ein bisschen gebraucht, diese ganzen Sachen rauszufinden. Und deshalb wollte ich sie euch auch mal zeigen. Und ja, genau, dann war es das schon vom Quick Tutorial. Viel Spaß beim Nachmachen, Ausprobieren und in Zukunft etwas schneller mit Wilded umgehen zu können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was wahrscheinlich unter der Woche dann wieder Back in Time ist. Ja, genau. Und nächstes Wochenende kommt dann vielleicht eine Plotführung, habe ich mir überlegt, weil so oft Plot der Woche ausgefallen ist, dass wir einfach mal uns ein paar verschiedene Plots angucken. Aber ich muss noch ein bisschen überlegen, wie wir das machen, weil es muss ja dann gucken, welche Plots ich auswähle. Ich kann ja nicht die ganze Welt zeigen und so weiter. Na gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis dahin, tschö mit Ö.